Den Born und seine Aussagen, die kann man ja fast in der Pfeife rauchen, wenn man auf das Öl blickt zumindest, da könnte man das meinen. Denn gestern haben wir noch drüber gesprochen und haben gesagt, Mensch, eigentlich haben wir eine sehr realistische Chance, dass der Kurs dreht. Es ist nicht ganz ungefährlich, hier in die Short-Richtung zu gehen. Und wenn man eben auf den Chart geguckt hat, dann hat man festgestellt, dass der Kurs dort mal so eben bis auf unter 49 beim WTI runtergefallen ist. Also wahnsinnig. Wer es verpasst hat, hatte immerhin die Chance, nochmal auf einem Niveau nochmal zwischendurch einzusteigen, nachdem es nochmal eine kleine Korrektur nach oben gab. Und das Prinzip, das dahinter steckt, das habe ich ja schon mehrmals erklärt. Wenn Sie jetzt im Hintergrund hier eine Assoziation haben und sagen, Mensch, was ist das denn? Hinter mir ist eine Tankstelle. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie zwei Sachen, die auffallen. Nämlich Nummer eins, erstens, es gibt keine Zapfsäulen. Das, was Sie von oben runter baumeln sehen, das sind die Zapfpistolen. Also, das Ganze hängt oben an der Decke und man hängt, fährt quasi unten drunter durch. Und das Zweite ist, da ist ein Service-Team und die gucken, dass die Scheibe sauber ist, die gucken, dass ordentlich getankt wird. Also da ist noch nichts mit Self-Service, das heißt noch nicht. Es gibt es in Tokio natürlich auch ganz viel, aber es gibt ganz viele Tankstellen noch, wo wie hier eben der Service noch groß geschrieben wird. Na gut, Service haben wir gesehen, beim Öl ist das so eine Sache gewesen. Also Kurs jetzt nach unten. Allerdings letztens, ich glaube auf dem Stundenchart, zwei Stunden ging wieder nach oben und das wird jetzt spannend. Nämlich wackelt der Kurs jetzt nach oben. Im Moment ist er noch steil, aber wir werden sehen, die nächsten Stundenkerzen, wackelt er nach oben, dann haben wir die Chance nochmal auf die Shortseite zu gehen. Wenn er aber jetzt so steil eben nach oben ist, unterwegs ist, wie er aktuell läuft, aber dann korrektiv mal runterkommt, mal ein bisschen wackelig, dann ist das eine sehr realistische Chance, hier endlich mal wieder auf die Long-Seite zu gehen. Einfach, um mal eine Gegenbewegung ein bisschen mithandeln zu können. Ich glaube, die Chancen dafür stehen zumindest mal nicht ganz so übel. Also da sollten Sie mal drauf gucken, das ist nicht ganz schlecht. So ähnlich können Sie da sehen, allerdings noch weiter auf die Short-Richtung. Ich meine, es war nachts. Ich muss gestehen, ich habe die Uhrzeit nicht mehr genau vor Augen. Aber nachdem der Kurs so weit runtergekommen ist, runter, ging es mal ein bisschen für mehrere Stunden seitlich nach oben. Und das ist eben genau das, was ich immer sage. Klar, korrektiv und dementsprechend eine Einladung für den Short. Ansonsten habe ich gesehen, dass Silber, wir haben da schon mal drüber gesprochen, Silber jetzt, nachdem es wirklich sehr lange nach unten gegangen ist, Gold ja auch, aber Silber so die letzten zwei Stunden sehr scharf nach oben gelaufen ist. Und da könnte ich mir was Ähnliches vorstellen, wie das, was ich eben beim Gold, beim Gold auch, aber eben beim Öl angesprochen habe. Nämlich, dass wir hier vielleicht einen Wechsel haben, der Trendrichtung, das würde sogar ins übergeordnete Bild passen, da haben wir schon drüber gesprochen. Wenn Sie das Singsang im Hintergrund hören, das ist eine typische Verabschiedung in Japan. Ich mag die Kamera da jetzt nicht hindrehen, aber heute Abend, wenn man die Kollegen zum Beispiel noch zum Zug begleitet, dann ist das hier ein Verneigen, ein Singen quasi. Also wird nicht Lieder gesungen, aber eben eine fröhliche gute Nacht gewünscht, nochmal vorsichtig zu sein auf dem Heimweg. Sehr, sehr höflich das Ganze. Aber umdrehen will ich mich jetzt hier nicht, das macht keinen Sinn und jetzt zerschlägt sich die Truppe. Naja, Sinn macht es vielleicht schon, aber das ist ein bisschen arg unhöflich, das traue ich mich jetzt auch nicht. Na gut, ansonsten kann ich noch erzählen, DAX könnte interessant sein, das ist aber Trade des Tages. Deshalb schauen Sie da einfach mal selber drauf, ob das vielleicht was für Sie ist, was Sie vielleicht so oder so ähnlich nachempfinden wollen. Schauen Sie sich es einfach mal an. Ich lasse Sie mit diesen Gedanken jetzt alleine und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag Teil 2. Die eine Hälfte, die läuft ja noch. Ich werde jetzt hier auch in den Zug rein und dann gucken, dass ich schnell wieder nach Hause und auch an den Handelsplatz komme. Ich wünsche Ihnen alles Gute.